Ja, ich möchte nochmal mit uns beten. Aber Vater, danke für diesen heutigen Morgen. Danke für Ostern, für diese Zeit, wo wir zurückblicken, uns erinnern an all dies, was du aber, Vater, durch deinen Sohn Jesus Christus vollbracht hast. Ja, Herr Jesus, du bist auf Erde gekommen. Du bist den Weg gegangen. Du hast dich erniedrigt. Du gingst den Weg bis hin zum Kreuz von Golgatha. Du bist für uns gestorben und am dritten Tag auferstanden. Ja, Herr, du bist auferstanden. Darum wissen wir, auch wir werden einmal bei dir sein. Und Herr, wenn wir jetzt gemeinsam in dein Wort hineinschauen, öffne du unsere Augen, damit wir sehen die Wunder aus deinem Wort. Amen. Ja, ich möchte mit ein paar Versen aus 1. Korinther Kapitel 15 anfangen. Wir möchten hier hauptsächlich die Verse aus Titus 2 durchnehmen, die Verse 11 bis und mit Vers 14. Aber in 1. Korinther 15, da lesen wir, das ist ja das sogenannte Auferstehungskapitel ab Vers 16. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Das sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendste unter allen Menschen. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung. Als Erstling Christus, danach die, welche Christus angehören, bei seiner Wiederkunft. Ja, der Herr ist auferstanden. Der Herr, unser Herr, kommt wieder. Ja, wann kommt der Herr? Das ist eine gute Frage, nicht? Ja, wir wissen es definitiv nicht. Es war Augustinus, der damals gesagt hat, der letzte Tag ist verborgen, damit das jeder Tag betrachtet werden kann. Ja, wenn wir wussten jetzt zum Beispiel am 8. August, dann nehmen wir den 1. August, das ist ja ein schöner Tag, nicht? Der 1. August, dass dann Jesus wiederkommt. Was würden wir dann machen? Was würden wir dann anders machen? Viele würden vielleicht sagen, ja, ich würde dies und jenes, also andere Prioritäten setzen. Ich würde vielleicht kündigen, ich würde dies und jenes spenden, ich würde da mehr evangelisieren, ich würde meinen Nachbarn mehr erreichen wollen und so weiter und so fort. Aber wir müssen sehen, dass diese Art Einstellung ist eigentlich total falsch. Es war an John Wesley, der wurde auch gefragt, was würdest du heute tun, wenn du wüsstest, dass dein Herr heute Abend kommen würde? Seine Antwort, aufstehen, frühstücken, rausgehen, wie jeden Morgen, und auf der Straße evangelisieren. Und dann wieder nach Hause kommen, zum Mittagessen, ausruhen, Tee trinken, wieder rausgehen und evangelisieren. Er sagt, ich würde nichts ändern. Ich lebe heute und jetzt nach der Wille Gottes zur Ehre Gottes. Und genau dies ist auch, was unser Text in Titus uns sagen will. Lebe das heute und jetzt zur Ehre Gottes. Lebe das heute und jetzt, als würde der Herr heute kommen. Ich möchte nochmal den Text lesen aus Titus 2. Ich lese nicht bis Vers 15, sondern bis Vers 14. Titus Kapitel 2, ab Vers 11. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltliche Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen,
das eifrig ist, gute Werke zu tun. Ja, Paulus, er beginnt, wo wir alle beginnen sollen. Wo wir alle beginnen sollten mit Gottes Gnade. Der Gnade Gottes. Gottes Gnade ist die unverdiente Gunst gegenüber gottlosen, unwürdigen Sündern, durch die er sie von Verdammung und Tod befreit. Gottes Gnade ist es. Aber Gottes Gnade ist mehr als nur eine göttliche Eigenschaft, sondern es ist eine göttliche Person, Jesus Christus. Jesus Christus war nicht nur der menschgewordene Gott, sondern der menschgewordene Gnade. Jesus personifiziert und bringt zum Ausdruck die Gnade Gottes. Wie es so steht, die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 9 bis 10 lesen wir. 2. Timotheus, Kapitel 1. Er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde, die jetzt aber offenbar geworden ist durch die Erscheinung unseres Retters Jesus Christus, der dem Tod die Macht genommen hat und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Es gibt keine andere rettende Botschaft als nur Jesus Christus und Jesus allein, der Auferstandene. Er ist Gnade. Durch ihn wurde Gottes Gnade uns verlorene Menschen offenbart. Und diese Verse sind so tief. Nicht aufgrund unserer Werke, nicht aufgrund eigener Leistung, sonst wäre es ja nicht Gnade, sondern nach dem Vorsatz Gottes durch Gnade. Durch den Mensch gewordenen Gott ist die Gnade zu uns gekommen, zu uns verlorenen Menschen. Der eigentliche Sinn der erlösenden Gnade Gottes durch Jesus Christus ist es, den Menschen von der Verderbnis und Zerstörung durch die Sünde zu retten. Die Sünde, die das menschliche Leben schwächt und zermalmt, die Sünde von einem heiligen Gott trennt und die in der unerlösten Menschheit wie eine unheilbare und tödliche Krankheit weiter besteht. Durch Gnade sind wir davon gerettet. Wir müssen sehen, wir alle waren mal in dieser Sünde. Wir alle befanden uns in dieser Schuld vor Gott. Es ist der Römerbrief, der es so klar zusammenfasst. In Kapitel 3, Römer Kapitel 3, wo wir lesen, Vers 10, 11, 12, wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen. Sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Das ist die Schlussfolgerung von Paulus. Vers 23 lesen wir vom gleichen Kapitel. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Geschwister, wir alle haben gesündigt. Ohne Ausnahme, keine von uns konnte vor Gott bestehen. Sicherlich nicht durch eigene Werke, sondern nur durch Gottes Gnade. Durch Gottes Gnade in der Person Jesus Christus. Er ist auferstanden. In unserem Text, gehen wir zurück zu Titus, wollen wir vier Punkte betrachten, was wir durch Gnade haben. Durch Gnade haben wir Erlösung von der Bestrafung.
durch Gnade. Der zweite Punkt, Erlösung von der Kraft der Sünde. Durch Gnade Errettung aus der Gegenwart der Sünde. Und durch Gnade Erlösung von der Herrschaft der Sünde. Vers 11 nochmal, das erste Punkt, die Erlösung, durch Gnade die Erlösung von der Bestrafung, die heilbringend ist für alle Menschen. Das Wort Heil fasst die Sehnsucht Gottes zusammen, die sich in seinem Erlösungswerk manifestiert. Denn es bezeichnet die Erlösung, Rettung und Befreiung von der Sünde. Errettung nur durch Gnade, durch Jesus Christus. Ohne diese Rettung ist der Mensch ewig verloren. Ja, in der Hölle. Die Hölle gibt es. Sie ist Realität im Wort Gottes. Und der Mensch ohne Christus, der wird ewig verloren sein. Aber durch Christus, durch seine Gnade, durch die Gnade des Vaters, der er durch seinen Sohn Christus, Jesus Christus uns offenbart hat, haben wir das ewige Heil, ewige Rettung für diejenigen, die ihr Vertrauen in Gottes Sohn Christus setzten. Gehen wir zurück nochmal zum Römerbrief. Römer 3, Vers 24, wo er sagt, nochmal Vers 23 dazu, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, so dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Oh, wie dankbar dürfen wir sein. Wie dankbar dürfen wir sein, Kinder Gottes zu sein. Titus, er sagt ja an dieser gleichen Stelle weiter, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für, und jetzt kommt, alle Menschen. Oh, oh, für alle Menschen? Ist Christus für alle Menschen gestorben? Ist Gott ein Allversöhner? Das ist eine gute Frage, nicht? Diese Frage kämpfen die einen mehr, die anderen weniger. Ich glaube, Gottes Wort ist schlussendlich sehr klar diesbezüglich. Ja, Christus ist gekommen. Und diese Gnadebotschaft sollte verkündigt werden in alle Welt. Beginnen von Judäa, Jerusalem, Judäa, Samaria und in alle Welt sollte diese Gnadebotschaft verkündet werden, weil es gibt ja keinen anderen Weg zu Gott, dem Vater, als nur durch Jesus Christus. Das nur durch dies, was am Kreuz von Golgatha geschah. Es ist der einzige Weg zu Gott, der Vater. Und diese Botschaft gilt der Menschheit. Titus 3, Vers 4, da lesen wir, als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschienen. Gott hat sich den Menschen offenbart. Ja, warum? Da gehen wir zu dieser bekannten Stelle in Johannes Kapitel 3. Johannes 3. Und ihr wisst ja, was ich jetzt lese. Wahrscheinlich Johannes 3, Vers 16. Was steht da? So wunderbar, so ermutigend. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit, jetzt kommt es, jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Also, diese Botschaft gilt der gesamten Menschheit. Aber schlussendlich kommt sie zum Kraft bei wem? Bei denen, die an ihn glauben. Die verstanden haben, von mir aus, ich kann Gott nichts bringen. Danke, Jesus. Danke, aber Vater, für dies, für deine Liebe, wo du uns offenbart hast am Kreuz von Golgatha. Wo du, Herr Jesus, mein Schuld auf dich genommen hast. Gnade, nochmal Gnade. Wir lesen weiter. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet.
Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Also jeder Mensch auf Erde ist schon gerichtet. Er ist schon unter das Gericht Gottes. Und durch Gnade wird er von diesem Gericht befreit. Die, die an ihn glauben. Diese Botschaft sollte proklamiert werden an eine verlorene Welt. Es sollte unsere Aufgabe sein, unser Auftrag sein. Jeder Einzelne persönlich, Nachbarschaft, Freunde, Familie. Da, wo Gott uns hineingestellt hat, diese Botschaft zu proklamieren, weil es gibt keine andere Botschaft. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater, denn durch mich. Es gibt kein anderer Weg. Genau darum soll diese Botschaft heraus, damit der Menschheit, der schon von Geburt an unter Gottes Gericht befindet, damit die Einzelnen erlöst werden und erkennen, welche Gnade Gott ihnen offenbart. Was damals vor 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha geschah. Er ist auferstanden. Gehen wir zum zweiten Punkt. Durch Gnade haben wir die Erlösung von der Kraft der Sünde. Vers 12. Titus 2, Vers 12. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltliche Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Als erstens sehen wir, sie nimmt uns in Zucht. Ja, wer? Ja, Gottes Gnade. Die Offenbarung Gottes. Wenn wir Gottes Gnade erfahren haben, da kommen wir. Das ist das Wort Zucht, das gefällt uns nicht alle. Aber was heißt das? Sie unterweist, ja, sie züchtigt, sie erzieht. Gottes souveräne Rettung ist nicht nur ein Erlöser, sondern auch ein Lehrer, Erzieher, eine Pädagoge, eine Berater. Als wir gerettet wurden, kamen wir unmittelbar unter die Führung und Anleitung Gottes durch seinen Heiligen Geist. Und Gottes Wort. Also, wir können nicht einfach so weiterleben, wie wir waren. Wenn wir es gerade noch sehen. 1. Korinther 2, die Verse 12 bis 13 lesen wir. 1. Korinther 2, 12 bis 13. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist. Sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch. Nicht in Worten, die von menschlichen Weisheit gelehrt sind, sondern in solcher, die vom Heiligen Geist gelernt sind, indem wir geistlich erklären. Also durch den Geist Gottes werden wir geführt. Natürlich abhängig vom Geist, von Gottes Wort. Geist Gottes widerspricht nie das Wort Gottes, welcher von Gott inspiriert ist. Das dürfen wir nie machen, Christen, Geschwister, Brüder und Schwestern. Wir dürfen nie sagen, ja, Gott hat mir dies gezeigt, ja, aber es ist ein Widerspruch zum Wort Gottes, dann hat Gott es dir nicht gezeigt. Wir lesen weiter Epheser Kapitel 2 zum Beispiel. Epheser 2, Verse 1 bis 6. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Gott aber, der reich ist am Erbarmen, hat um seine großen Lieben willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen mit dem Christus lebendig gemacht, aus Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus.
Wir sind zu einer neuen Schöpfung geworden. Wir haben eine neue, eine ganz andere Erwartung, einen ganz anderen Lebensstil. Wenn ein Mensch wirklich gerettet ist, sich wirklich bekehrt hat, wirklich eine Wiedergeburt erlebt hat und ein neues Leben in Jesus Christus erhalten hat, verändert sich nicht nur sein Wesen, sondern auch sein Leben. Es ist sichtbar. Es ist nicht möglich, von der Strafe der Sünde gerettet zu werden und nicht von der Macht ihrer Herrschaft. Verstehen wir dies, Geschwister? So sagt Paulus so schön, Galater 2, Vers 20, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das Alte ist gestorben. Es ist was Neues da durch den Geist Gottes. Und dies wird sichtbar. Paulus war so klar, was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, an den Auferstandenen. Das Wort Gottes lehrt uns nicht, aber das ist noch wichtig, dass sündelose Vollkommenheit in irdischem Leben möglich ist. Das lesen wir nirgendwo. Wohl aber lesen wir, dass wir danach streben, durch Gottes Kraft, durch seinen Geist. Und Paulus, ich würde sagen, ja, ich will jetzt nicht der größte Apostel sagen, aber das Neue Testament, es ist so viel von Paulus. Und Paulus, der Mann Gottes, der sagt auch, Geschwister, nein, ich habe es nicht erreicht. Ich lebe nicht in dieser Illusion, dass ich perfekt bin. Philipper 3, Vers 12. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich auch das ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder, ich hatte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was dahinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Paulus, der Mann Gottes, es ist so unglaublich, wie er es beschreibt. Er sagt, Geschwister, ich mache mich keine Illusion und deshalb bleibe ich dran. Ich habe immer den Ziel vor Augen. Ich schaue zurück zum Kreuz, was Christus für mich vollbracht hat. Und weil ich geendet wurde, weil ich zu einem neuen Mensch geworden bin, jage ich aber danach, dass ich auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Ich jage. Ich setze alles daran zu setzen, alles zu entfernen, was ein Störfaktor sein kann. Aus der Schlussfolgerung, weil du ein Kind Gottes bist, weil du die Wiedergeburt erlebt hast, wird es auch sichtbar sein in dein Alltag. Es ist der Frucht. Unser gegenwärtiges irdisches Leben ist eine Zeit der Heiligung. Es ist ein zweiseitiger Prozess, in dem wir immer weniger wie unseres altes, sündiges Selbst und immer mehr wie unser neues, christliches Selbst werden. Immer ihm ähnlicher und das alte Mensch immer weniger und weniger und weniger und weniger, bis wir einmal bei ihm sein werden. Ja, es ist halt so, ab einem gewissen Alter merkt man, beim Essen, ja, ist halt ein bisschen so, man nimmt schneller zu, ja. Das kennt ihr vielleicht auch, ja. Und was macht man dann? Man beginnt so ein bisschen auf seine Nahrung zu schauen. Ein bisschen gesunder essen, ein bisschen weniger, Pausen zwischen den Mahlzeiten, ja, nichts dazwischen essen, auf Kohlenhydrat verzichten und alles und so weiter und so fort. Man will ja wieder seine alte Figur bekommen, bekommt man aber nie mehr, ja. Aber das ist ein anderes Thema, das ist ein anderes Problem und ja, wir müssen es einfach akzeptieren, wir bleiben nicht jung. So einfach ist es.
Aber wir sollten uns auch diese eine Frage stellen, genauso wie ich Prioritäten setze auf das Äußerliche, das so vergänglich ist, auf diese Diät und Disziplin und vielleicht noch in Fitness gehen und dies und jenes nicht essen und so weiter. Es gibt auch die sogenannte christliche Diät. Diese christliche Diät ist so viel wichtiger für unseren Alltag. Und da sollten wir diszipliniert sein. Und ja, diese christliche Diät habe nicht ich erfunden, sondern es war Johannes der Täufer. Er sagt in Johannes Kapitel 3, Vers 30, Johannes 3, Vers 30, da lesen wir, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Okay, er muss wachsen, ja geistlich. In unserem Leben sollte es so sein, dass es immer weniger ich bin und immer mehr Christus. Wenn wir uns nächste Osterkonferenz wieder treffen, dann sollte jeder über den anderen sagen können, wow, er ist noch mehr Christus geworden und nicht nur, wow, du hast schön abgenommen. Ja, der Figur, ja, nochmal, es ist vergänglich, ich muss einmal krank sein und ja. Aber der Bruder und Schwester, die sind so noch mehr Christusähnlicher geworden. So sollte die christliche Diät aussehen. Nicht ich, sondern Christus. Zurück zu unserem Text. Der Herr weist uns an, die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden zu verleugnen. In Römer 6 lesen wir diesbezüglich, Vers 12 und 13. So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin, als solche, die lebendig geworden sind aus dem Toten, und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Durch die Wiedergeburt wohnt Gott in uns, durch seinen Geist. Und die sollte sichtbar sein in jedem einzelnen Handel in unserem Alltag. Es wird oft diese Frage gestellt, ja, was ist dann Gottes Aufgabe für mich? Was ist Gottes Berufung für mich? Wird gesagt, ich habe dieses Privileg, tatsächlich in einem Missionswerk zu arbeiten, ständig unter gläubige Geschwister zu sein, ständig uns gegenseitig zu ermutigen, Andachten, Gebete, ständig im Wort Gottes zu forschen und so weiter. Es ist ein Privileg. Und dann wird oft gesagt, ja, du hast jetzt die Berufung gefunden, aber was ist meine Berufung, Geschwister? Unsere Berufung ist dieser Ort, wo du heute bist. Dein Arbeitsplatz, deine Familie. Es ist dieser Ort, wo du zur Ehre Gottes lebst. Paulus, auch da, er ist so unkompliziert. Also so meine ich mindestens, ja. Ich finde, er macht es uns sehr einfach. Er sagt so schön, lass uns kurz öffnen, Kolosser Kapitel 3. Kolosser Kapitel 3, wo er sagt, zum Beispiel Vers 17. Und was immer ihr tut, im Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Ist eigentlich einfach, nicht? Was immer ihr tut, in Wort oder Werk, Geschwister, im Wort. Da müssen wir auch uns immer selber prüfen. Es geht ja später in diesem Text auch weiter, wir sollten besonnen sein, wir sollten das Gottlosigkeit bewusst ablegen. Aber oft auch bei uns, wir Christen, ist dies, was wir reden, nicht wirklich dies, was wir im Wort Gottes sehen. Ein gewisses Vokabular, wo wir benutzen, nicht wirklich dies, was zur Ehre Gottes ist. Vielleicht gewisse Witze, wo wir erzählen. Ist Witz eigentlich Hochdeutsch? Ja, okay. Gewisse Witze, die wir erzählen, ja. Aber da muss man sagen, Moment, zweideutig, das kann problematisch sein.
unsauber? Das heißt nicht, dass wir Christen immer so sein müssen, ja? Sondern wir haben alle Grund, Freude zu haben in dem Herrn, alle Wege. Und wiederum Freude. Das soll sichtbar sein, diese Freude. Aber sehr wohl wollen wir nicht irgendwas tun, machen, sagen, welcher schlussendlich nicht zu Ehre Gottes ist. Ein anderer Vers sagt Paulus, ob ihr esst oder trinkt, ja, tut es einfach zu Ehre Gottes. Egal, was du tust. Tu es zu Ehre Gottes. In Kolosser 3, Vers 23 wiederholt es. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen, als für den Herrn und nicht für Menschen. Geschwister, das sind keine Gesetze, wo Paulus uns gibt. Das ist ein, es ist ein Frucht des Geistes Gottes in uns. So mehr er Besitz nimmt über unser Leben, so mehr werden wir es auch so leben. Und so sollten wir bewusst alles, was wir tun, zu Ehre Gottes machen. Egal wo. In unserem Arbeitsplatz, in der Familie, in der Ehe, gegenüber unseren Kindern, Enkelkindern. Ob ich im Garten sitze und etwas trinke, ich tue es zu Ehre Gottes. Ob ich mit meinem Nachbar rede, ich tue es zu Ehre Gottes. Alles zu Ehre Gottes. Weiter in Titus. Er sagt, zu verleugnen. Es ist eine bewusste, zielgerichtete Handlung des menschlichen Willens. Die bewusste Abwendung von dem, was sündig ist. Das bedeutet nichts anderes, als Nein zu sagen zu dies, was Sünde ist. Was zu verleugnen? Die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden. Wir müssen es verleugnen. Wir müssen es auf Seite tun. Wir müssen Nein dazu sagen. Ich glaube, Geschwister, es wird immer schwerer. Wir haben über, Jonathan hat uns kurz gesagt, ja, die Kinder sind die Zukunft unserer Gemeinde. Unsere Kinder sind heute mit so viel Gottlosigkeit konfrontiert, mit Ideologien, die so weit entfernt sind von dies, was Gott meint. Weit, weit entfernt sind. Sie werden bewusst oder unbewusst zerstört. Es wird ihnen etwas auf dem Weg mitgegeben, welcher einen Einfluss hat auf ihre ganze alltägliche Einstellung. Und da sind wir als Eltern, als Großeltern, als Gemeinde berufen, ein Vorbild zu sein. Ja, Kinder brauchen Vorbilder. Als Vorbild voranzugehen. Und unsere Kinder, nochmal, sie sehen uns als Vorbilder, positiv oder negativ. Und es sind tatsächlich so Entscheidungen, wo auch wir treffen müssen. Das hat jeder Vater und Mutter schon mal erlebt. Dann ermahnt man sein Kind, du solltest nicht so reden. Und dann sagt der Kind, ja, aber Papa, gestern hast du mit Mama auch so geredet. Ja. Und der Sohn hat einfach recht gehabt. Aber da geht es um noch mehr, um dies, was gottlos ist. Was nicht Gott meint, was uns wegführt von der Wahrheit. Und ja, diese Indoktrinierung unserer Gesellschaft, der befindet sich mit diesem kleinen Gerät allgegenwärtig. Und wir sind ständig dran. Wir verändern uns ständig und wir merken es gar nicht. Wir sollten mehr im Wort Gottes zu Hause sein, mehr bei ihm und bewusst diese Entscheidungen treffen. Alles, was irgendwie zweideutig ist, dreckig ist, was meine Zeit wegraubt. Ich will Nein sagen. Es sind Nein, also die verleugnen Gottlosigkeit, die weltlichen Begierden. 2. Timotheus 2, Vers 22, da sagt Paulus einen Timotheus, so fliehe nun die jugendliche Lüste, jage aber der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden nach, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Fliehe die Begierde. Flucht. Fliehe. Lass all das
Böse hinter dir, alles, was dich eventuell zur Sünde verführen kann, alles, was deinen Gedankenwelt negativ prägt, fliehe es. Tu es auf Seite, tu es weg aus deinem Leben. Und da kommt es so schön, er sagt, jage aber der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden nach, zusammen mit denen, die den Herrn Jesus aus reinem Herzen anrufen. Gemeinschaft unter Gleichgesinnte. Darum ist so eine Osterkonferenz so etwas Wunderbares, weil da kommen Christen aus weitem Weg dahin. Wir haben eine gemeinsame Gemeinschaft. Wir ermutigen uns gegenseitig. Unsere Kinder bekommen das Wort Gottes mit intensiv über diese Osternzeit. Sie erleben diese Gemeinschaft. Man ermutigt sich gegenseitig. Das sind all die nochmal zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Darum ist Gemeindeleben so wichtig. Darum ist Gemeinschaft unter Gleichgesinnten so wichtig. Es schützt uns, es bewahrt uns. Paulus sagt in einem anderen Vers diesbezüglich, Galater 5, Vers 16, ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Wenn wir das Gottlosigkeit verleugnen, diese weltliche Begierden verleugnen, dann müssen wir es auch so angehen, dass wir im Geist wandeln, dass wir bewusst auch Entscheidungen treffen. Positiv sagt Paulus in unserem Text, Christus erzieht uns, indem wir besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Besonnen. Was ist besonnen? Nüchtern. Nicht durch äußere Umstände oder Einflüsse beeinflussbar. Ich bin durch Gottes Geist, durch sein Wort, werde ich geprägt, werde ich gestärkt, werde ich ermutigt, werde ich immer Christus ähnlicher. Aber besonnen in Bezug auf die Welt, nicht sich beeinflussen, was in der Welt so geht. Ja, diese letzten 2 Jahre, die haben uns auch gezeigt, wie schnell wir Christen in gewisser Hinsicht unnüchtern sind. Wie schnell wir in ein Extremen hineingehen. Und zu wenig im Wort Gottes zu Hause sind. Es hatte diese letzten 2 Jahre viele Extreme gehabt unter uns Christen. Und all dem müssen wir uns immer wieder vor Augen haben. Es braucht immer wieder diesen besonnenen, diesen nüchternen Blick im Wort Gottes. Und diese ganze klare Frage, Herr, was willst du von mir? Besonnen hat auch damit zu tun, zufrieden zu sein in dem Ort, in dem Platz, wo Gott mir hineingestellt hat. Dankbarkeit, geistliche Ziele und nicht weltliche Ziele. Weiter sagt er, besonnen gerecht. Wir sind ja gerechtfertigt durch Jesus Christus. Wir sind gerechtfertigt durch Gnade. Wir sind gerechtfertigt, weil unsere Schuld hinweggenommen wurde. Durch Gnade. Aber deshalb wollen wir, weil sein Geist in uns ist, besonnen und gerecht wandeln. Gerecht ja wie dann? Durchs Wort Gottes. Ein ganz klarer Erkenntnis von der göttlichen Maßstab. Und diese Erkenntnis kommt durchs Wort. Wir brauchen das Wort, um zu erkennen. Gerecht heißt auch, ohne Vorbehalt zu gehorchen. Ohne Vorbehalt. Nicht ja, aber. Nein, kein ja, aber. Es steht, lebe, tu es. Wenn der Herr von dir etwas verlangt, er weiß schon, was er verlangt. Er meint es gut mit dir. Und weiter sagt er, besonnen, gerecht, gottesfürchtig. Gottesfürchtig, es ist nicht dieses Verständnis, ich habe Angst vor Gott. Ein wiedergeborener Christ sollte nicht Angst haben vor Gott. Wenn du Angst hast von Gott, dann hat das vielleicht 2 Gründe. Du bist gar nicht gläubig oder du lebst bewusst in Sünde. Oder du bist gesetzlich. Diese 2 Extreme gibt es.
bei Gesetzlichkeit, ich muss, um vor Gott zu bestehen, oh ja, dann hast du Angst vor Gott. Weil du weißt ja nie, ob das genug gut ist. Aber jemand, wo dann bewusst auch im Sünde lebt, der sollte Angst haben von Gott. Wir aber, die wir ihm nachfolgen wollen, wir sollten gottesfürchtig leben. Gottesfürchtig, ich glaube, wir können es so beschreiben, es ist ein Leben in einer engen Gemeinschaft mit Gott, wo ich mich bewusst in allem ihm unterordne und sein Wort. Wo ich immer vor Augen habe, was ich mal war und zu was ich geworden bin. Nochmal diese Hoffnung, wir kommen jetzt gerade zu dieser Hoffnung. Wir werden einmal bei ihm sein. Gottesfürchtig ist ein Verständnis, was ich mal war und wer starb für mich, damit ich nicht mehr so bin, wie ich war. Jesus Christus. Und wer ist Jesus Christus? Wir kommen noch gerade dazu. Gott selbst. Das ist diese immer wieder vor Augen. Gott starb für mich. Er nahm meine Schuld auf sich. Das führt uns immer wieder in diese Demut hinein, aber auch in Dankbarkeit hinein. Es führt uns in eine enge Gemeinschaft mit Gott und wiederum aber auch immer diese ehrenvolle, respektvolle Begegnung mit Gott. Wo Johannes der Jünger in Offenbarung, wo er die Herrlichkeit Gottes sieht, er ist außer Kraft, er kann nicht mehr stehen bleiben. Warum? Weil er erkennt, oh, ich sündige Mensch und wie heilig Gott ist. Vor dieser Heiligkeit Gottes kann er nicht als Mensch einfach so stehen bleiben. Das sollte uns immer vor Augen sein. Aber genau der, der zu Rechte des Vaters ist, der Ewige, der Schöpfer aller Dinge, er ist der, der für uns gestorben ist. Wir haben das ja so wunderbar gehört. Diese Erniedrigung, den Weg, wo er gegangen ist und wie er jetzt zu Rechte Gottes ist. Durch Gnade sind wir erneuert und leben darum in der Heiligung. Wegen der Gnade leben wir in Heiligung. Wegen Gottes Gnade leben wir ein Leben zur Ehre Gottes. Und ein ganz klar mit ein Ziel. Welcher Ziel? Da kommen wir zum dritten Punkt. Durch Gnade Errettung aus der Gegenwart der Sünde. Vers 13 von unserem Text. Indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters, Jesus Christus. Eine der wunderbaren Wahrheiten in dieser Verheißung ist, dass wir eines Tages, wenn unsere Erlösung vollendet ist, verherrlicht werden und unserem Herrn in Reinheit und Gerechtigkeit vollkommen gleichen. Ist das nicht wunderbar, Geschwister? Wir werden ihm gleich sein. Wir werden ihm gleichen. In 1. Johannes 3, Vers 2 lesen wir, Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch nicht ist offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Also wir leben in einer Erwartung. Aber erwarten nicht nur von Sehnsucht und Warten, sondern auch von eifriger und sicherer Erwartung. Es ist nicht eventuell, nein, es ist eine sichere Erwartung. Er nennt es glückselige Hoffnung, nennt Paulus es. Ja, was ist diese glückselige Hoffnung? Wir können sagen, eine beglückende Erfüllung, eine wunderbare, eine selige, ein Ausdruck von zuversichtlicher Gewissheit. Paulus spricht nicht von einem menschlichen Wunsch, sondern von einer göttlichen, verheißenden Gewissheit. Ja, ich komme. Und diese Gewissheit ist die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters, Jesus Christus. Geschwister, seine Erscheinung, es ist nicht, er kommt eventuell. Ja, es wird oft gesagt, ihre Mitternachtsruf, ach, ihr seid so,
Ihr lebt ja immer in dieser Erwartung, der Herr kommt bald. Ja, das ist so. Und Geschwister, der Herr kommt bald, ja. Und diese Erwartung leben wir. Aber das heutige und jetzt sollten wir zur Ehre Gottes leben, genau wie das morgigen Tag. Egal, wann der Herr kommt. Es ist egal, wann er kommt. Aber es ist eine feste Zuversicht, an dem wir festhalten. Jesus kommt. Ja, er kam schon mal. In 2. Timotheus, Kapitel 1 lesen wir diesbezüglich. 2. Timotheus 1, Vers 9b. Der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewige Zeiten gegeben wurde, die jetzt aber offenbar geworden ist durch die Erscheinung unseres Retters, Jesus Christus, der den Tod die Macht genommen hat und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Durch sein erstes Kommen haben wir Gnade erfahren. Und nicht mehr der Teufel hatte Macht über den Tod, sondern Jesus Christus. Er kam, um zu sterben. Durch sein zweites Kommen aber, was wird dort geschehen? Und da lesen wir diese Vers auch aus 2. Timotheus, Kapitel 4, Vers 1. Da sagt er, daher ermahne ich dich ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendigen und Toten richten wird, um seine Erscheinung und seines Reiches willen. Er sagt, er wird kommen, Timotheus. Und wenn er kommt, dann wird auch Gericht kommen. Es wird eine Zeit des Gerichtes sein für unsere Erde, für unsere Welt, der Lebendige und Toten richten wird. Es geht um den Kommen schlussendlich bis hin zu der schlussendlichen Gericht über alle Toten, über alle, die mal gelebt haben. Es geht um die schlussendliche Erfüllung von dies, was Gott von Anfang an schon verheißen hat. Für uns, die wir glauben, ja, das Beste kommt noch, Geschwister. Das ist so wichtig. Das Beste kommt noch. Darum ist das heute und jetzt, ich sage jetzt mal so, es sollte göttlich sein. Wir sollten heute und jetzt zur Ehre Gottes leben, egal in welcher Situation, weil das Beste kommt noch. Es ist die Entrückung. Wir haben gestern davon gehört. Die Entrückung, wenn der Herr kommt, um die Seinen zu sich holen. Es ist aber auch der zweite Kommen hin fürs Gericht. Es ist der allgemeine Hoffnung und Zuversicht, einmal bei ihm zu sein. Es geht um das Reich Gottes, die Herrschaft Christus und seine Herrlichkeit. Und wir sehen, dass die ganze Schöpfung sehnt sich hin zu diesem Tag. Römer Kapitel 8. Römer 8, Vers 22, wo wir so wunderbar lesen, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlinge des Geistes haben, auch wir erwarten seufzend die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes. Ja, er kommt, um uns zu erlösen. Paulus konzentriert sich auf die Vollendung unserer Erlösung, die dann vollendet sein wird, wenn unser Herr uns an den Ort ruft, den er für uns vorbereitet hat. Ja, er hat für uns einen Ort vorbereitet. Johannes 14, Johannes 14, Vers 1 bis 3. Eure Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und wer sind das ihr? Vers 6, Jesus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich, die an ihm glauben, die ihm angenommen. Und so, Geschwister, wir, die wir an Jesus Christus glauben, wir sind auf der Durchreise. Wir sind Pilgern.
Wir sind für kurze Zeit da auf Erde. Unser Bürgerrecht ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten, als den Retter, der unser Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, so dass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit. Wir sind auf der Durchreise. Leben wir aber auch wie Pilger. Wir müssen verstehen, dass alles, was wir auf Erde investieren, schlussendlich verloren gehen wird. Wenn ich Häuser und Scheune baue, es gehört alles zum irdischen Leben. Aber wenn ich da meine Prioritäten gesetzt habe und nicht in dies, was ewig bleibt, dann werde ich einmal ohne nichts vor dem Herrn stehen als Kind Gottes. Aber es gilt als Geschwister, als wiedergeborene Christen, als Pilger zu leben. Und nochmal, wie Paulus sagt, wenn ihr esst oder trinkt, tut es zur Ehre Gottes, weil ihr eine bessere Hoffnung habt. Weil uns dies und jenes erwartet. Weil er uns erretten wird von dieser Welt, der vergänglich ist. Und wir einmal nochmal ewig bei ihm sein werden. Wir erwarten seine Erscheinung. Und Paulus sagt, zurück zu unserem Text, des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus. Ich glaube, dieser Vers zeigt in aller Deutlichkeit, wer am Kreuz von Golgatha für uns starb. Gott. Gott, unsere Retter. Des großen Gottes und unseres Retters, Jesus Christus. Er spricht da nicht zwei Personen an, sondern eine Person. Wenn ihr nicht einverstanden seid mit mir, können wir nachher natürlich noch weiter darüber diskutieren. Aber in Titus, im gleichen Text, Vers 14 nimmt ja Bezug auf dies, was vorher kommt. Und dort steht, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlichkeit zu erlösen. Er nimmt Bezug auf den großen Gottes und unser Retter, Jesus Christus. Jesus Christus ist Gott. Großen Gottes kann da nicht in diesem Kontext Gott der Vater bedeuten. Und wir müssen sehen, dass im Neuen Testament wird der Begriff groß nur auf Jesus angewendet. Nur auf Jesus. Und das Neue Testament spricht nirgendwo von der Ankunft oder Wiederkunft vom Gott der Vater, sondern immer von der Sohn, der gekommen ist und wieder kommen wird. Und das zeigt uns nochmal so schön. Es ist Gott, der Sohn, der sich erniedrigt hat. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiligen Geist, daran glauben wir. Und es ist Gott, der Sohn, der Menschgestalt annahm. Wir haben ja über diese Erniedrigung geredet, so schön, so wunderbar. Wir haben diese Punkte gesehen. Wie er als hilfloses Kind damals in Bethlehem zur Welt kam. Er war abhängig von Menschen. So sehr war die Liebe von Gott der Vater. So sehr war Gottes Sohn bereit, sich zu erniedrigen, damit wir leben werden, leben können. Damit unsere Sünde weggenommen werden. Er tat es für uns. Er hat es für uns vollbracht. Er, Gott, es war seine Erscheinung damals. Gott ist erschienen, unser Retter, Jesus Christus. Und er wird wiederkommen. So kommen wir zum letzten Punkt. Durch Gnade haben wir Erlösung von der Herrschaft der Sünde. Vers 14. Der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Die Erlösung, Geschwister, die Erlösung befreit uns dauerhaft vom Besitz der Sünde. Der nicht wiedergeborene Mensch ist in völliger Knechtschaft der Sünde, nicht aber wir, die wir wiedergeboren sind.
Römer 6, Vers 5 bis 7. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde frei gesprochen. Ja, jetzt sagt der eine oder andere, ja, aber ich kämpfe noch. Und trotzdem ist er gestorben, der alte Mensch. Du hast diese Zuversicht, einmal bei ihm zu sein. Unser gnädiger Herr hat sich selbst hingegeben, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen. Aller. Zu erlösen von der Sklaverei, Knechtschaft der Sünde. In Apostelgeschichte 20, wo Paulus Abschied nimmt von den Ältesten in Ephesus, sagt er ihnen, 28, ich lese nur einen Teil vom Vers, die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Geschwister, wir sind durch das Blut Christi erworben worden. Wir sind reingewaschen von all unserer Sünde. Wir sind sein Eigentum. In 1. Petrus 1, Vers 18 und 19 sagt Petrus, denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus, als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Sein Blut wurde für uns vergossen. Er starb für uns. Er, Christus, der sich selbst für unsere Sünde gegeben hat, damit er uns herausrette aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf, nach dem Wille unseres Gottes und Vater. Und so wie Paulus kann darum jeder Gläubige bezeugen, nochmal dieser Vers, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Er gab sich selbst für uns. Ein Volk zum besonderen Eigentum. Nicht temporär. Geschwister, wir sind nicht temporär einem Volk als Eigentum Gottes, sondern permanent. Wir gehören ihm. Und Jesus sagt, meine Schafe, Johannes 10, Entschuldigung, Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Geschwister, niemand kann uns, die wir wiedergeboren sind, weil wir teuer erkauft wurden, versiegelt im Heiligen Geist, niemand wird uns wegreißen von der Liebe des Vaters, der in Christus Jesus uns offenbart worden ist. Wenn die Erlösung nur vorübergehend wäre und man sie verlieren könnte, dann könnte sie per Definition kein ewiges Leben garantieren. Aber nicht einmal Satan selbst kann einem Gläubigen das Heil rauben. Um das zu können, müsste er mächtiger sein als der Gott, der ihn erschaffen hat und der größer ist als alles. Unmöglich. Nix. Wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du wiedergeboren bist, nix kann dich wegreißen von der Liebe des Vaters. Als Gottes erlöste Menschen geben wir einen weiteren Beweis für unsere Erlösung, indem wir eifrig sind, gute Werke zu tun. Eifrig. Geschwister, es steht eifrig. Warum? Weil wir Kinder Gottes sind. Haben wir nur ein Ziel. Eifrig zur Ehre Gottes zu leben. Titus Kapitel 3, Vers 8 lesen wir nochmal. Das gleiche Satz. Glaubwürdig ist das Wort und ich will, dass du dies mit allem Nachdruck bekräftigst, damit die, welche an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Eifrig gute Werke. Warum?
denn wir sind eine neue Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Was steht da noch? Epheser 2, Vers 10. Die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Er hat alles vorbereitet. Und so wollen wir dies wahrnehmen, was er uns gab. Eifrig danach streben. Guten Taten sind eine natürliche Frucht unseres Glaubens, welche wir mit Eifer ausleben wollen. Die Osterkonferenz ist jetzt bald vorbei. Vielleicht sind wir ermutigt geworden, gestärkt geworden durch Gemeinschaft, durchs Wort, durch Lobpreis, durch Gebete, durch gegenseitige Ermutigungen, Ermahnungen. Aber ab morgen beginnt der Alltag wieder. Da kommt auch immer wieder diese Frage an uns. Weil er für mich starb, weil er den Weg gegangen ist, weil ich versiegelt bin, weil nichts mich wegreißen kann von der Liebe Gottes, nichts und rein gar nichts, weil ich versiegelt bin und diese wunderbare Hoffnung habe, einmal bei ihm zu sein. Ich werde bei ihm sein. Egal, was der Welt denkt, ich werde bei Jesus sein. Er wird kommen, er wird uns holen. Aber genau darum sollten wir eifrig dies auch leben, was wir erfahren haben, was Realität geworden ist in unserem Alltag. Eifrig ein Leben zu seiner Ehre. Hebräer 9, Vers 14, noch ein Vers dazu. Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makellos Opfer Gott dargebracht hat, eure Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr den lebendigen Gott dienen könnt. Den Blick auf dem Kreuz, das Abendmahl, wo wir am Donnerstag genommen haben. Es ist immer wieder diese Erinnerung. Ich starb für dich. Mein Blut ist vergossen worden. Ich bin vom Vater verlassen worden, um unserer Wille. Es ist der Ruf an uns. Lebe dementsprechend aber auch. Lebe als einer, der gestorben ist und nicht mehr du lebst, sondern Christus lebt in dir. Wir haben angefangen mit dem Vers. Vielleicht kann sich der eine oder andere erinnern, was ganz am Anfang beim Intro kam. Mit diesem Vers möchte ich jetzt auch schließen. 1. Petrus Kapitel 2, Vers 28. Moment, irgendwas stimmt bei mir da nicht. Ja, irgendwie habe ich da was falsch aufgeschrieben. Entschuldigung, steht bei mir sogar 1. Johannes da. Ja, wer lesen kann, ist im Vorteil, ja. Okay, Schwester, 1. Johannes, danke. 1. Johannes 2. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir freimütig haben, wenn er erscheint und uns nicht schämen müssen, vor ihm bei seiner Wiederkunft. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt auch, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Amen. Amen. Ich möchte mit uns beten, lass uns dazu aufstehen. Aber Vater, wir danken dir für diese Gnade, wo du uns offenbart hast, durch deinen Sohn Jesus Christus. Herr, wir können einfach nur staunen. Staunen über deine Liebe. Staunen über dies, was am Kreuz von Golgatha damals geschah ist. Staunen über deine Gnade. Ja, Herr, wir haben es nicht verdient. Und trotzdem hast du uns herausgesorgt, hast du uns auserwählt. Wir sind deine Kinder. Und Herr, weil wir es sind, haben wir auch eine wunderbare Hoffnung, einmal ewig bei dir zu sein. Danke, Herr, für diese Zuversicht. Danke, Herr, dass wir wissen, wir werden bei dir sein. Du kommst wieder. Du wirst dein Reich
stellen. Und wir mit dir. Und danke, Herr, dass wir wissen, dass da auf dieser Erde unsere Schuld ist hinweggenommen worden. Wir sind rein vor dir. Und nichts kann uns wegreißen von deiner Liebe. Nichts. Wir haben diese Verheißung des ewigen Lebens. Und dafür danken wir dir. Und Herr, heute und jetzt wollen wir genau darum ein Leben führen, allein zu deiner Ehre. Und Herr, du siehst uns. Du siehst jeder Einzelne in diesem Raum. Du forschst Nieren. Du kennst unsere Gedanken. Du kennst unsere Motivation. Du weißt, wo wir vielleicht auch falsch stehen. Du weißt, wo wir Prioritäten falsch setzen. Wo wir vielleicht total weltlich denken. Herr, auch davon hast du uns befreit. Und du willst, es ist dein Wunsch, es ist dein Geist in uns, der uns danach drängen sollte, ein Leben nur zu deiner Ehre. Und Herr, ich bete um Erneuerung, dass wir aus diesem Raum herausgehen mit ganz klarer Eifer, ein Leben zu deiner Ehre, weil es sich lohnt. Ein Leben, weil du, Vater, deine Liebe offenbart hast. Eine Liebe, die wir definitiv nicht verdient haben. Und trotzdem hast du uns Gnade offenbart. Und Herr, ich bete, dass wir in dieser Weltzeit, in der wir leben, dass die Gemeinde ein lebendiges Zeugnis ist. Licht und Salz in einer Welt, der immer dunkler wird. Und so beten wir, Herr, Maranatha, komme bald. Amen.